Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So ungefähr hier haben wir aufgehört am Lagerfeuer. Da lagen irgendwie bewusstlose oder tote Menschen rum. Ich war das nicht. Keine Ahnung, gehören wohl zur Deko hier. Weiß nicht, was das soll. Muss uns erstmal nicht interessieren, es sei denn, wir kriegen eine Haupt- oder Nebenquest dorthin. Das sieht ja richtig genial aus hier wieder mit dem schönen See. Und in die Richtung, da haben wir letztes Mal ordentlich auf die Fresse bekommen. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch. Als erster Punkt der Tagesordnung schauen wir mal. 11 Fertigkeitspunkte, die müssen wir natürlich einsetzen. Erstmal auf die Kriegerin. Was haben wir hier? Nora-Krieger. Eine starke Nahkampf-Kombo, die oft von Nora, bla bla bla, gut geeignet, um kleine Maschinen niederzuschlagen und größere ins Taumeln zu bringen. Links, links, links und geh. Oh, ob ich das hinbekomme. Keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall mal freigeschalten. Dann machen wir doch erstmal hier weiter mit Jägerin. Was haben wir hier? Breiter Stoß. Feuere 8 Bolzen deines momentan ausgewählten Typs in einer breiten Streuung mit kurzer Reichweite. Okay. Rechts und mit mittlerer Maustaste wird dann abgefeuert. Das kriegt man hin. Waffenausdauer plus erhöhe dein Waffenausdauerlimit. Was ist denn Waffenausdauer? Um eine Waffentechnik einzusetzen, ziele mit rechts und schieße mit. Okay, mit mittlerer Maustaste. Krieg mal hin. Mutstoß. Du hast deinen ersten Mutstoß freigeschaltet. Zum Ausrüsten R gedrückt halten. Okay, ausrüsten. Ich habe keine Ahnung. Das ist mal eine geile Gesichtsbemalung. Aber was ist ein Mutstoß? Stärke deine Entschlossenheit und verursache für begrenzte Zeit mehr Schaden mit Nahkampfwaffen. Alles klar. Müssen wir das hier auch freischalten? Oder ist das automatisch gerade passiert? Ich glaube, das war automatisch. Munitionsexpertin, stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das bekommen wir jetzt schon. Das ist ja richtig genial. 5 Fertigkeiten können wir noch erwerben. Schwere Waffe plus, verursache mit schweren Waffen mehr Schaden. Her damit. Die sind immer nützlich, wenn wir sie rechtzeitig bekommen. Tiefe Konzentration. Konzentration wird langsamer verbraucht, die Verwendung wird verlängert. Nehme ich doch gerne. Also das ist bis jetzt mein Lieblingsbaum. So, können wir hier noch was machen bei Kriegerin. Resonatorstoß plus verursache mit Resonatorstößen mehr Schaden. Trifft zuerst einen Gegner mit Nahkampfangriffen, um an deinem Speer Energie aufzubauen. Wenn er vollständig aufgeladen ist, tippe dann G an. Aha. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wir schalten es mal frei. So. Mehr können wir heute aber auch nicht machen. Oder zumindest jetzt erstmal. Was ist das denn für ein Vieh vor uns wieder? Du hast einen Mutstoß ausgerüttet. Mut verdienst du durch taktisches Spielen. Oh je, und sobald ein Segment der Mutstoßleiste voll ist, aktiviere deinen Mutstoß, indem du das Waffenrad öffnest und leer antippst. Okay, das kriegt man irgendwie hin. Und jetzt gämmer erstmal dieses Riesenvieh vor uns, bevor es uns vernichtet. Spiele ich gerade nicht taktisch? Wo ist es denn hin? Das sind mehrere. Die Maschine ist zäh. Säure bringt hier nichts. Das sind die Breitschlunde. Einen haben wir davon letztes Mal erlegt. So, uns fehlt Kühlsaft. Definitiv Munition nachcraften. Das heißt, wir müssen die erstmal leider in Ruhe lassen. Dann würde ich aber sagen, machen wir uns doch mal Richtung Questmarker auf. Querfeld ein. Wird schon schief gehen. Obwohl, da hinten können wir auch lang. Ich weiß, wir haben da auf die Fresse bekommen. Diesmal neuer Tag, neues Glück und ich werde vielleicht nicht die gleiche Route zurücknehmen. Vielleicht mal hier schön hoch. Ja, Eloy, das machst gut. Das haben sie wirklich, wirklich gescheit hinbekommen, dass man die einfach nur scannen muss und dass die keine... Okay. ...gelben Elemente fest im Felsen verankert haben. Das war nämlich ein bisschen immersionsbrechend immer, habe ich glaube schon mal erzählt. Ich wollte das Spiel nochmal loben, dass das hier so gut gelungen ist. Gefällt mir echt. So, komm mal ganz hoch. Nee, sieht nicht so aus, aber hier links rüber.
So. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Brauchst dich nicht anstellen. Okay, jetzt sind wir ganz oben. Ja, auch schön. Hier, da ist schon wieder so ein Vogel, der uns nach dem Leben trachtet. Also noch nicht, aber sobald er uns sieht. Das ist ein normaler Vogel. Du bist eine Krähe, oder? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas wird schon sein. Noch eine Satellitenschüssel. Ihr seid normale Wühler, oder? Nee, Stürmer. Okay, noch besser. Und hier leuchtet wieder was. Was Legendäres sogar. Au, 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 au. Noch nie so ein Icon gesehen in Forbidden West. Wie kommt man jetzt da rein? Kluges Kerlchen. Ja, nerviges Kerlchen, würde ich sagen. Ihr mögt doch kein Feuer, oder? Ja, da brennst du. Schwachstellentreffer. Und meine Mutleiste ist natürlich noch nicht voll. Der ging daneben. Oh, 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 oh. Ich krieg ja wieder auf den Sack. Ah. Du lebst noch? Wie hast du das geschafft? Ja, jetzt ist er. Jetzt ist er tot. Das Mutsystem, damit kenne ich mich noch gar nicht aus. Das ist definitiv neu. So, Aloy. Gib dein Bestes, um da reinzukommen. Da ist was, was ich will. Komm, gibt's hier nicht irgendwie eine Kiste oder sowas? So, diesmal scammer dich. Nicht weg. Ah, shit. Ah, ich hab's getroffen. Ist zwar in der Luft noch verglüht, aber ich hab's getroffen. Können wir mal schauen, was das war. Eine Krähe, intelligente Biester sind das. Gut, das hier jetzt nicht mehr, aber im Generellen schon. Aloy. Nein, ich will nicht gleiten, ich will da rein. Kann doch nicht sein, streng dich an, das ist Maschendrahtzaun. Na, kommt mal rüber. Oh, das gibt's doch nicht, ich sehe keinen Eingang. Nein! Warum nicht? Aloy, enttäusch mich jetzt nicht. Hier erstmal aus dem Gestrüpp wieder raus. Oh, ein bisschen Reinholz, warum nicht? Können wir vielleicht darüber gleiten? Ist mir egal, wie wir wieder rauskommen. Ich will das Ding haben. Ja, zum Gleiten wird es nicht ausreichen. Ich habe keine Ahnung, wie man rankommt. Das ist gerade schlecht für mich, weil ich doch so lootgeil bin. Wir versuchen es nochmal. Ach, nach unten. Nein! Also den, das haben sie vorgesehen. Ich weiß nicht, das ist auch nicht markiert. Merkwürdig, wir werden es wiederfinden. Da ist so eine Seilkonstruktion. Vielleicht können wir den Baumstumpf da irgendwie ziehen. Wie ging das? Seilwerfer, nicht... Nee, ich will nicht den Bogen. Ich wollte nicht ausweichen. Ich wollte keine Falle legen. Ich weiß, dass... Wir hatten doch auf Steuerung... Und E? Also auf jeden Fall E. Hä? Wo ist denn... Ah, da ist das Ding. Ich kann ihn da nicht festmachen. Warum nicht? Gib dein Bestes. Ich will das haben. Grünglanzplatte. Wertvolle Kristallablagerung enthält Spuren von Biotreibstoff. Aha. Komm mal nicht ran im Moment. Ich hab's eingesehen. Im Moment komm mal nicht ran. So, das sammeln wir ein und wir brauchen ganz viele Hellpflanzen. Sonst geht's uns demnächst nicht gut. Ein Rotfuchs. Bist du wertvoll? Oh, du bist vergiftet. Das tut mir leid. So, jetzt ist besser. Reichhaltiges Fleisch und Fuchshaut. Ich wusste gar nicht, dass Fuchsfleisch so gut ist. Die kommen in meinen Rucksack. Natürlich kommen sie dahin. Wo denn auch sonst? In die Gefängnisbrieftasche passen sie nicht mehr. Da ist einfach zu viel drin. Das ganze Reinholz musste auch irgendwo hin.
So, was haben wir hier? Da hat es gerade auch tierisch geleuchtet. Nicht identifiziertes Signal. Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, da hinzugehen. Naja. Was soll's. Wir finden es raus. Ihr seid ja mit mir hier. Ich krieg wahrscheinlich eher wieder auf den Sack. Und Health-Items haben wir jetzt nicht wirklich. Wo ist das Signal denn? Komm hier. Nein, ich wollte es aufsammeln, die eigene Pflanze. Hat nicht geklappt. Ja, geh doch mal hier raus aus den kleinen Bäumen. Sieht man ja nichts. Okay, wird ein bisschen stürmisch. Zumindest an der Klippe ist es ein bisschen stürmisch. Jetzt sehen wir auch wieder was. Und das Signal war wo? Ist wo? Da ist es. Unter Wasser. Ach, war das die Unterwasserruine, die wir da letztes Mal... Nee, die müsste irgendwie... Doch, das könnte sie gewesen sein. Ganz da hinten, aber in die Richtung müssen wir ja auch. Na gut, die Maschinen lassen wir da unten mal in Frieden. Zumindest erstmal. Und dann schauen wir, ob wir eine geschickte Möglichkeit übers Wasser finden. Müsste eigentlich gehen. Zumindest vielleicht... Was habe ich da für ein Geräusch gemacht? Ein Hab mich an der Kante selber sehr überrascht. Das tut mir leid. So, hier ist wieder so eine Metallblume, mit der man noch nichts machen kann im Moment. Nö. Die reagiert da gar nicht drauf. Kann man natürlich auch machen. Bohnenstängel. Irgendwelche Blüten. Zumindest über diese Metallteile könnte man, glaube ich, laufen. Ich denke, wir können auch schwimmen. So schlimm wird es hier im Wasser schon nicht sein. Vielleicht scammer zur Sicherheit mal. Aber ich denke, das kriegt man noch irgendwie hin. Obwohl ich gern ein Boot hätte. Ich mag das gar nicht so. Was habt ihr da für schöne Sachen? Ach, das sind einfach nur wieder heilende Flussbeeren, so wie das aussieht. Nee, Brennkrautöl, na gut. Sieht aber cool aus unter Wasser. Da leuchtet was blau da hinten. Okay, und da gibt es rote Ausrufezeichen. Den sollte man wahrscheinlich ausweichen. Wir sollten auch mal den Skill irgendwie finden, damit man hier... viel zu entdecken. Den Skill, dass man unter Wasser länger die Luft anhalten kann. Weil das ist echt wenig im Moment. Es war mehr, als ich hinbekomme, aber insgesamt für so ein Spiel ist es wenig. So, wir haben doch ganz viele heilende Beeren eigentlich. Oder Blaubeeren haben wir zumindest einige. Aber ich glaube, die heilen nicht. Die sind dann fürs Kochen oder zum Verkaufen. Eloy, ich sehe nichts. So. Da unten ist auch noch was. Ganz hier unten. Ach, das ist auch nur so ein Strauch. Den braucht man nicht unbedingt. Cooler Speer oder was auch immer das ist. Fisch. Was bist du für ein Fisch? Ein Karpfen. Na gut. Hätte ich jetzt nicht erkannt, so fischkundig bin ich nicht. Und was müssen wir hiermit machen? Das können wir aufbrechen. Oh, flackert das. Das tut mir leid. Und nur was? Antriebskiste untersuchen. Ja, warum nicht? Oh, da war jetzt nicht wirklich viel drin. Dann kann man nicht behaupten, dass es reichhaltiger Loot war. Eine Libelle, kann man die auch scannen? Nö, Libellen kennt man. So, das sind wieder die Gräber. Die müssen wir jetzt nicht grabräubermäßig platt machen. So, dann gehen wir mal hier hoch in der Hoffnung, dass der Wegpunkt jetzt nur noch über den Landweg zu erreichen ist. Beziehungsweise unser Questziel. Ich bin mal positiv davon überzeugt, dass wieder so eine alte Ruine. Ich muss atmen, überlegen, was als nächstes kommt. Feinde wahrscheinlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Deswegen nehme ich auch noch die Hilfe-Items mit. Und die Baumzweige, die Ästchen, die dürren. Machen anscheinend gute Pfeile, aber mehr weiß ich auch nicht. So, was haben wir hier? Stein. Immer her damit. Müssten wir nicht jeden Stein anzeigen. So, dann scannen wir doch mal. Was haben wir hier? Ein Haufen Mist. Na gut.
Und da unten ist unser Wegpunkt und Lagerfeuer. Ja, das sieht. Ja, das sieht gut aus. Die ich vom Turm ausgescannt habe. Ja, da ist ja auch ein Typ, glaube ich. Toten Horus-Titan. Genau, ja, schwer zu übersehen. Sich verkrümeln würde. Nicht was jetzt, okay. Woher soll ich das wissen? Das Gerät blinkt. Ich schätze, Silence will, dass ich es überprüfe. Das ist gut möglich. Einmal drauf fokussieren. Okay. Sprachaufzeichnung brauchen wir im Moment nicht. Speichern können wir auf jeden Fall machen. Vielleicht kommt Silence, ja? Im Moment zumindest nicht. Na gut. Weiter wird gescannt und gelootet. Protokoll. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence dran gearbeitet, dass Hades redet. Hat er ihn gefoltert? Ja, Lagerfeuer. Ach so, da. Ne, den Datenpunkt haben wir doch auch schon. Neues Zuhause. Na gut. Ach, jetzt soll man mit dem blinkenden Teil interagieren. Na gut. Hi, Silence. Komm mal raus aus deinem Versteck. Aloy. Hi. Lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff. Ja, leck mich. Habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Okay. Nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Noch. Einheiten werden versagen. Ja, ein bisschen Sprachprobleme, der Hades. Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Nein. Du siehst, Aloy. Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Sag's mir doch einfach, du Arsch. Er meint, er hätte alles im Griff. Ja, ziemlich überzeugt von sich selbst ist auf jeden Fall. Die Kugel ist bestimmt in seinem Arsch, so wie der sich verhält. Na gut, was können wir an der Werkbank machen? Hoffentlich irgendwas upgraden. Der blinkt so schön. Nee, da braucht man eine Gräberklanghülse, habe ich nicht. Feuerjägerbogen, Prototyp Stachelwerfer, der war doch relativ gut, den upgraden wir auf jeden Fall. Nein, keine Aufgabe, das macht man direkt Upgrade. Das erste ist ja immer so schön billig. Ja, Waffenstatistik verbessert. Das sieht man ja immer schön unten links. Nächstes Upgrade auch. Und hoffentlich das dritte gleich auch noch. Ja, das sieht gut aus. Dann macht die ein bisschen mehr Schaden. Da freue ich mich aber drauf. Und wir können eine Spule dran anbringen. Wenn ich dran denke, dann haben wir den Jägerbogen. Den Schläger, Jägerbogen, die Schockstolperfalle. Wo ist denn mein Schaf? Ah, da ist er. Und der braucht die Gräberklanghülse. Na gut, die müssen wir irgendwo noch organisieren. Kriegt mal hin. Müssen wir hier noch was gehen? Da ist ein Greifpunkt. Dann greifen wir den mal an. Hui. Weiß nicht, ob wir hier nach oben müssen. Es sieht ein bisschen danach aus, also. Oh, hier ist zumindest eine Kiste. Kann nicht so verkehrt gewesen sein. Ein Schlüssel und ein Ring. Und jetzt über die Planken. Besser doch nicht. Aloy? Hast du jetzt eine Ahnung? Nicht identifiziertes Signal. Ja, das war das, was wir von der Uferseite wahrscheinlich gesehen haben. Kann man da nicht weiter hoch jetzt? Bin ich nur für diese eine Kiste dahin gegangen? Aber ein bisschen schade. Nö, also ich sehe hier nichts. Wenn das der Weg gewesen wäre, würde ich mir mehr erwarten. Er kommt vielleicht da hinten hin. Nein! Au, 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 au. Voll auf die Beine. Oh, das wird eine Narbe geben. Ja, wahrscheinlich. Und morgen noch mehr wehtun. Na gut, Folge der Kugel. Ich denke mal da, wo so kugelig aussieht, ja, das sehen, Signal. Die Spur führt. Ach stimmt, das ist ja einfach hier so eine riesen Kugelspur. Hat Silence die von Hand gerollt?
Wahrscheinlich nicht. Hat ein bisschen Maschinen zur Hilfe gehabt. So, aber das nicht identifizierte Signal. Maus! Hast du auch Wildfleisch für mich? Eine braune Ratte, Verzeihung. Wieder falsch klassifiziert. So, wenn wir hier sind, dann wollen wir auf jeden Fall das Signal noch aufdecken. Auch wenn das jetzt ein bisschen von der Hauptmission abweicht. Muss doch irgendwie... Natürlich, unter Wasser. Wer hätte es auch gedacht? So, jetzt wird es auch noch schön dunkel, dann ist es ja doppelt ätzend, ins Wasser zu gehen. Aber wir werden es rausfinden. So, erstmal aufsammeln. Ja. Und dann... Ran an den Feind. Wenn man da überhaupt runterkommt. Ja, ich mag es unter Wasser immer noch nicht so. Kann ich nicht behaupten. Ist es jetzt so weit weg? Dachte, es wäre viel näher dran. So ein Mist. Erstmal auftauchen, bevor Aloy sich wieder anstellt. Okay, die Signalquelle. Doch, da ist sie. Und da liegt was daneben. Das Signal kommt von irgendwo unter der Erde. Okay. Was machen wir mit der Information, Aloy? Mal hinschwimmen, würde ich sagen. Kannst du das ein bisschen schneller machen? Ja, ich weiß, ich weiß. Oh nee. Ach, nur ein Gräber, das ist egal. Wenig Sauerstoff. Dann gehen wir hier nochmal nach oben. Bevor Aloy sich das anders überlegt. Na also. Und durchatmen. Und abtauchen. Ja, der Gräber hat es auch auf uns abgesehen. Aber wir lassen uns jetzt nicht aufhalten. Können wir damit was machen? Damit können wir uns abstoßen. Schub. Das gibt's doch nicht. Okay, dafür reicht die Luft nicht. Zur Oberfläche. Komm schon, Aloy. Komm schon. Nur ein bisschen noch. Nein. Nicht schon wieder unter Wasser. Ich hab doch gesagt, wir brauchen den Skill, dass wir unter Wasser ein bisschen länger die Luft anhalten können. Na gut. Die Unterwasserwelt bleibt noch ein kleines Mysterium für uns. Zumindest für eine gewisse Zeit. Okay, das sind nur irgendwie Glühwürmchen oder so. Boah, die... was waren das? Dolomiten, die Mieten steigen, Titten fallen. Das sind Stalaktiten. Sieht ja auch interessant und bedrohlich aus. Da wäre ich nicht im Real Life drunter durchgelaufen. In der Angst, dass sie irgendwie dann genau in dem Moment auf mich drunter hageln. Ich glaube nicht so an mein Glück. Ich glaube eher an mein Pech. So, da ist die Spur. Da so, wollen wir ja diesmal nachgehen. Wie ein ja. Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Anscheinend nicht, Aloy. Mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Ja, Selbstgespräche sollen helfen. Dafür kriegen wir ein bisschen was mit. Nicht schon wieder Vögel. Frostmunition bringt hier nicht viel Schaden. Das bringt Schaden gegen euch? Das ist stark gegen Frost. Da hinten ist wahrscheinlich ein bisschen was, was wir brauchen. Na gut, dann geht's ihnen mal an den Kragen. Feuer, hier damit. Und wie war das? Nee, ich würde gerne alle auf einmal auf den Kameraden da schießen. So. Das hat nicht viel gebracht. Komm schon. Du Flattervieh. Was hilft da noch? Normaler Pfeil erstmal. Zeig doch mal, wo du Schwachstellen hast. Ich mag's, wenn die markiert sind. Ah, du bist tot. Und du bist noch nicht tot. Definitiv nicht tot. Nein! So. Und ich glaube, unsere Mutleiste ist voll. Tab und Leertaste.
Ist das cool. Und was kann ich jetzt machen? Bessere Angriffe, glaube ich. Okay. Weiß jetzt nicht, wie viel das gebracht hat. Vielleicht hätte ich noch was anderes drücken müssen, aber war ja nicht schlecht. Hat die Feinde ausgeschalten, die wir ausschalten wollten. Was will man mehr? Ganz viel Zeug will man. Das natürlich. Schnabel. Habe ich die in dem Schnabel abgeschossen? Achso, hier die Plasmazelle. Da war irgendein Radar drin. Und ich brauche doch Frostsaft oder wie das heißt, Kühlsaft. Wunderbar, können wir endlich Frostmunition nachmachen. Da ist etwas nicht identifiziertes neben dem grünen Glanzsplitter. Den nehmen wir auch erstmal mit. Und dann an die Schrotthaufen. Ja, das sieht gut aus. Wie sieht's hilfmäßig aus? So mittel. Na gut, das ist Elo ja gewohnt bei meiner Spielweise. So, da ist nochmal das Signal. Ich dachte, hier wäre auch was gewesen, was so lila geleuchtet hat. Anscheinend nicht. Na gut. Dann wollen wir der Spur noch ein bisschen weiter folgen. Silas ist ziemlich sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat. Aber wieso? Frag mich doch einfach. Woher soll ich das jetzt wissen? Überall, wo immer ich noch nicht genügend Kühlsaft. Spur, alles Sackgassen, alle Backups gelöscht. Ja, du hast noch nicht also auf der ganzen Welt nachgesehen. Bestimmt was Falsches, damit er wieder zum Leben erwacht. Das hätte ich als Hades zumindest gemacht. Silence irgendwie schlau durchs Licht geführt. Kann doch nicht irgendein dahergelaufener Hinterwäldler hier aus der Steinzeit. Komm mal da ran. Metallblume, wieso leuchtet die denn so? Eine KI aus dem 22. Jahrhundert oder so austricksen. Kann ich damit echt noch nichts machen? Oh oh, ich wurde entdeckt. Spezialausrüstung. Ich habe keine Spezialausrüstung. Da liegt aber was Lilanes drin. Achso. Hinter verschlossenen Türen. Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Nee, vor allem der sah gerade aus wie so eine ein Hologramm. Mein Fokus. Was macht deine Nora so weit im Westen? Funkbarke. Ah, egal, egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Oh, warum nicht? Ich speichere aber erstmal. Ah, kann ich nicht. Du siehst komisch aus im Moment. Okay, ich kann nicht mit dir reden. Ein Frostjägerbogen, das klingt schon mal richtig gut. Wie viel Schaden macht der? 51 und der kann natürlich auch... Ist das Säure oder Korruption? Glaubt, das war eher Säure. Häckslerhandschuhe. Eine Karja-Waffe, die Abrissmunition nutzt, um Gegner aufzuschlitzen. Halte die Waffe vor dem Feuern länger gezogen, um die Dauer des Angriffs zu erhöhen. Klingt auch nicht schlecht. Ja, Nora Wachposten. Okay, die sieht ähnlich aus wie die, die wir am Anfang hatten. Ansonsten können wir Kühlsaft kaufen, ganz viel. Wie viel wollen wir? Ja, das passt. Das war mal wieder teuer. Du bist wie die Stöberer, immer auf der Suche nach neuen Dingen. Ja. Okay, wir können anscheinend hier noch nicht abspeichern. Was hüpft da? Das war der Stürmer, der zurückgeht. Interessant, dass ich nicht schnell speichern kann. Bietest du mir sonst noch irgendwas? Nur ein paar Spulen, die kann ich aber bei mir auch verkaufen, die ich nicht brauche. Die seltenen behalten wir mal zum Verkaufen. Markieren. Und verkaufen. Boah. Und die können wir, glaube ich, alle verkaufen. Ich weiß, könnten wir auch einsetzen, aber diese Billo-Spulen, die brauchen wir doch nicht. Da oben ist auch was. Alte Truhe für Wertgegenstände. Dann wollen wir da mal einen kleinen Abstecher machen. Das werde ich brauchen. Punkt. Geht da unten weiter. Okay. Na gut. Ist ja im Erkundungsmodus das Spiel.
Da ist es nur verständlich, dass man hier mal ein bisschen verwirrt ist, wo es denn weitergeht. Kleines Vorratslager, okay. Müsste von mir aus nicht so lila leuchten, aber kann es natürlich. Dagegen spricht überhaupt nichts. So, weiter dem richtig fetten runden Graben hier nach. Wie hat er das transportiert? Das ist echt eine... Hat er da 10 Stürmer dran gebunden, dass die da irgendwie Sprungschläge... Ich dachte, euch kennen wir schon. Vielleicht eine andere Variante von euch. Was magst du denn? Schwach gegen Frost. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Ja. Dann warum macht eine KI das? Oh, das hat nicht gereicht. Stiller Schlag. Na also, nicht ganz so still, aber trotzdem Schlag. Frachtkapsel. Ja, damit. So, weiter im Text, bevor wir hier... Okay. Da gibt's aber ganz viel Fracht. So, du hast Säure auf dem Rücken. Sieht zumindest so aus. Die wird nicht nachlassen. Ich hoffe, der explodiert jetzt einfach. Ja, so ungefähr. Ja, das zweite auch getroffen. Komm. Geht down. Das habe ich gut gemacht. Ich glaube, ich habe das gut gemacht. So. Du bist echt versäuert da bei dir. Der andere sieht mich noch nicht. Das ist ideal. Jetzt können wir auf jeden Fall mal ein bisschen Frostding machen. Da haben wir ja ordentlich nachgekauft. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt mehr bringt inzwischen. Ja, würde schon sagen, dass das jetzt nicht schlecht war. Ja, Frost ist dagegen, dass er ja eigentlich resistent. Elementar Limit ausgelöst. Das gibt's also auch noch. Das ist meine Chance. Natürlich ist es unsere Chance. Deswegen machen wir das Ganze ja. So, einmal durchsuchen. Und dann haben wir hier so viele Kapseln. Warum auch immer. Ich will alle. Oh, waren nur 2. Ist aber schon interessant, dass die einfach so rumliegen. Kann man die noch zerstören? Nö. Na gut, haben alles gesammelt, was zu sammeln geht hier. Runter gehen wir nicht. Das wird auch nun... Ah, das ist ein Vögelchen wieder. Eine Taube. Gibt's anscheinend auch. So, da liegt noch eine Frachtkapsel. Her damit. Und dann geht's mal seilends weiter hinterher. Ist ja unschwer zu übersehen, wo er lang gegangen ist. In die Berge. Na, zumindest in die Höhle, die direkt vor uns liegt, Aloy. Das hast du messerscharf erkannt. Da ist bestimmt ein Gaia-Backup drin. Ich bin überzeugt davon. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Ja, wie gesagt, allein gerollt haben wird er es nicht. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Wollen wir den Speer nochmal zur Sicherheit reinstecken? Was passiert jetzt? Kriege ich eine Vision? Das ist zumindest ziemlich rot hier. Ich glaube, ich bin draufgegangen. Sind wir jetzt in Hades drin? In seiner idealen Weltvorstellung? Hi. Hades? Alles Paletti. Siehst du das? Risiko für das System erkannt. Nein. Du siehst nicht gut aus. Du bist die Aloy, die mich zerstören soll. Ja. Diesmal dauerhaft. Ja. Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia. Wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Nein. Dann ist Gaia tot. Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen.
So ein unfreundlicher Typ. Gaia-Backup. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Entschuldigung. Sprecherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Ja. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Lässt nicht sehr viel raus, oder? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast Wie hat Silence das gemacht? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Nee, anscheinend nicht, aber Hades hat eine richtig geile Stimme. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach. Ja. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Ja. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Ich glaube noch nicht. Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Ach, Hades wirkt eigentlich ganz nett. So, wo ist Silence weißt du, jetzt? Wo Silence hin ist? Ich glaube, das bringt alles nichts. Er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er. Speicherstrukturen verfallen. Lass mich raten. Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll. Glaubt, das bringt alles nichts. Wir machen es trotzdem mal weiter. Weißt du, warum Silence diese Ruinen geschleppt hat? Vielleicht sagt er irgendwas. Wollte, dass du mich hier findest. Ja, das, da wäre ich auch selber drauf gekommen. Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler. Wieso steht Aloy jedes Mal auf? Zu langsam erwarten wir es doch. Er nannte es mein Totenbett, mein Grab. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Mhm. Jo, geheimnisvolles Signal. Hat dich nach bestimmt ein Datenfehler, oder? Gefragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Ja, ja. Weiß er auch nicht mehr. Fehler, Speicherstrukturen verfallen. Du mit deinen Datenfehlern. Schlechte KI. So, du bist verloren. Nicht ich. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, wer zumindest. Ja. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Ja, ja, was ganz weißt du bestimmt. Schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Oh, abwechslungsreich. Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuell.
aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Du täuschst dich. Ergebnis nicht zu... Massenüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Vernichtung. Das ist relativ cool. Aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Ciao, Hades. So, also jetzt ist er definitiv tot. Ist im KI-Himmel, wo er hingehört. Obwohl, der ist eher in der KI-Hölle. Tja, Silence, was hast du nur mit mir vor? Frag mich, wer diese Meister sind. Aloy. Du hast dich um Hades gekümmert. Er ist in der Badewanne ausgerutscht. War ein Unfall. Wird er vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Fällt mir schwer. Weil ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, wie ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Mhm. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Ja, garantiert. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Autsch. Der saß. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voila. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Wie überzeugt man denn eine KI? Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Ich nehme das mit dem offenen Mund. Was ist mit dem geheimnisvollen Signal? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Und? Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Nein! Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Das klingt nicht richtig. Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Aha. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln. Hades war doch auch wichtig. Ja, er war ein Arsch, aber trotzdem. Was ist mit den Maschinenreitern? Beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Was für ein Arsch. Schalte es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Na gut, das war's, glaub. In Ordnung. Mehr wird er uns eh nicht sagen. Nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Auf jede erdenkliche Weise. Wenn du dich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy. Ja. Dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast.
Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Nee, dafür nicht. Dafür echt nicht. Arsch. Mehr fällt mir dazu einfach nicht ein. Einfach ein überheblicher Arsch. Na gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.